andere Menschen verändern. Wir machen das die ganze Zeit, weil wir sehen ja immer wieder, wie sich andere Menschen in unserem Leben verändern. In beide Richtungen, vom Gewünschten zum Unerwünschten, und vom Unerwünschten kann es genauso in Richtung des Gewünschten gehen. Ja, ihr seid hier auf meinem Kanal, weil ihr auch glaubt und wisst, so wie ich, dass alles möglich ist, dass wir alles manifestieren, was sowieso schon ist, dass wir sowieso schon alles manifestieren, was sich in unserer 3D-Welt zeigt, was sich im Außen zeigt, dass dass ich bin die einzige Ursache und die einzige Quelle von allen Manifestationen, die uns in unserem Leben, in unseren Situationen begegnen. Das ist das Ich Bin. Ich bin geliebt. Das ist einfach mal die absolute hundertprozentige Wahrheit. Und wenn ich sie nicht sehen kann, wenn ich sie nicht spüren kann, wenn ich sie nicht annehmen kann, dann heißt es noch lange nicht, dass ich nicht geliebt bin. Weil ich bin geliebt in meinem Divine Design, in meinem göttlichen Sein, in dem, was ich wirklich bin, ohne meine Geschichte, ohne meine Annahmen, ohne meine Rückschlüsse, ohne das, was die Menschen über mich erzählen oder erzählt haben, ohne die Ansichten anderer Menschen, bin ich geliebt und ich bin Liebe. Das heißt es, was es, wenn ich sage, ich bin Divine Design. Hallo! Oh, danke für das Kompliment. Ja, das war eigentlich so ein bisschen die Einführung, um euch nochmal abzuholen und zu sagen, ja, wir sind alle geliebt, wir sind alle göttliches Design. Göttliches Design bedeutet, wir sind perfekt. Unsere Energie, unsere Idee ist nie falsch. Unsere Energie ist immer Schöpferenergie, göttliche Energie. Nur was wir mit unseren Vorstellungen, Ansichten, Rückschlüssen daraus machen, das ist manchmal eben nicht so schön. Das ist manchmal nicht so schön, wie wir uns das wünschen würden. Ja, ihr Lieben, ich habe in meinem gestrigen Video, habe ich euch erzählt, wie ich out of the blue, aus dem Nichts heraus, meiner Vorstellung entsprechend, die ich nicht mal geglaubt habe, einen Mann vor meiner Tür manifestiert habe, der dann tatsächlich da stand, wo es Klick gemacht hat und wo es plötzlich so war, wie ich es mir immer gedacht und erträumt habe. Und vielleicht habt ihr, hoffentlich habt ihr mein Video gesehen, da habe ich schon mal drauf Rückschluss genommen, wie ich aus diesem Mann im Laufe unserer Beziehung habe ich dann die Reflexion meiner Mutter gemacht. Die Reflexion meiner größten Ängste, die Reflexion meiner Ablehnung, meines nicht gut genug Seins, meines nicht geliebt Seins, meines nicht gewollt Seins. Und dann musste sich dieser Mann, der vor meiner Tür stand, der mir gesagt hat, wie begeistert er von mir ist, dass er 6 Jahre lang auf mich gewartet hat, dass ich die Frau bin, die er sich schon immer gewünscht und vorgestellt hat, dass plötzlich alles, was er sich jemals erträumt hat, wahr geworden ist mit dem Moment, wo er in meiner Wohnung stand. Ja, so war das. Und er hat Tag und Nacht nur an mich gedacht und er konnte es nicht erwarten, bis wir uns wiedersehen. Und ganz, ganz verrückt, er hat seinen Job aufgegeben. Er ist zu mir gezogen. Er war all in für mich. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist heftig für mich, das ist schnell für mich. Und wie es halt so ist, er hat mir gesagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann, dass jetzt plötzlich all meine Wünsche und all meine Träume erfüllt sind mit dir, mit
dem, dass ich in dein Leben eintreten darf, dass du führst, dass eigentlich das Leben ist, das ich führen möchte, dass du die Frau bist, die mir von A bis Z gefällt, die, mit der ich mich so verbunden fühle. Oh mein Gott, ich bin unter Schock. Das ist so leicht, ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Das hat er gesagt. Aber wenn es er sagt, dann reflektiert es mich. Und ich habe natürlich dann noch gesagt, ja, das ist halt so, oder? So ist es, wenn man sich was wünscht, dann steht es von heute auf morgen vor der Tür. Das ist normal. Wir dürfen das einfach so annehmen. Aber trotz meinen Teachings, trotz meines Wissens, habe ich die Alarmglocken gehört. Oder dank meines Wissens, dank meiner Teachings, habe ich die Alarmglocken gehört. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe aber die Angst gespürt. Und die Angst wurde immer größer und größer, dass plötzlich alles da ist, was ich möchte. Und dass ich es verlieren kann. Und dass ich nicht gut genug bin, um es wirklich zu haben. Es hat sich langsam aber sicher, hat sich diese alte Überzeugung, diese alte Geschichte, diese alte Reflexion eingeschlichen. Immer mehr und mehr. Und heute rückblickend weiß ich, dass ich sie gesucht habe. Dass ich die Bestätigung gesucht habe. Heimlich, still und leise. Dass es halt doch nicht so gut ist, dass er halt doch nicht so toll ist, dass er halt doch nicht so ehrlich ist, dass er halt doch nicht so all in ist. Das habe ich gesucht. All das. Weil ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe, dass es erstens mal so schnell gegangen ist, dass es zweitens mal so kompromisslos war, all in, ich bin da für dich, ich bin hier, um dir die kühnsten Träume in deinem Leben zu erfüllen. All das hat er gesagt. Du hast das All-Inclusive-Paket mit mir gebucht. Ich bin hier, um dir deine Wünsche und Träume zu geben. Sag mir nur, was du willst. All diese Sachen hat er mir gesagt. Und all diese Sachen habe ich angezweifelt. Heimlich, still und leise. Heimlich, still und leise. Bin ich immer hin und her geswitcht zwischen dem, ich bin hier jetzt die Traumfrau. Ich weiß es, ich habe mich ja auch so hinmanifestiert. Ich meine, das kam ja nur als Resonanz auf die Person, die ich war, als die ich mich gefühlt habe. Und weil ich ja auch nicht geglaubt habe, dass diese Anforderungen alle so erfüllt werden und ich so locker, flockig, leicht in einer Harmonie, in einer hundertprozentigen Akzeptanz von mir und meinem Leben, meinem Lebensstil war, kam das alles. Und als es da war, kamen die Zweifel. Als es da war, kam das alte Ich, kam diese Reflexion, kam diese meine Mutter-Reflexion immer wieder lauter und lauter. Sie war so leise. Sie war so leise, da war nichts mehr. Bis zu diesem Moment dieser unglaublichen Erfüllung meiner Wünsche und meiner Träume kam diese Vorstellung, diese Angst, dieses Alte kam hoch. Und das ist genau das, was passiert, wenn ich nicht gewappnet bin, plötzlich meine Manifestation habe, dass ich unbemerkt, ich meine, das war von mir ein Prozess von 3 Monaten, wo ich, wenn ich mich jetzt wirklich selber reflektiere, immer wieder aus einem Augenwinkel ihn angeschielt habe und beobachtet habe und jedes Mal, wenn etwas Ähnliches oder wenn etwas mich Abweisendes oder wenn etwas kam, wo ich mich dann irgendwo bestätigt gefühlt habe in meinen Befürchtungen, habe ich immer mehr gesucht und mehr gesucht und mehr gesucht und ratet mal, mehr gefunden.
Und so hat sich diese Person vom absoluten Traummann, der mich auf Händen getragen hat, der, mit dem ich Spaß hatte, mit dem ich sein konnte, wie ich wollte, zu einer Person entwickelt, bei der ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, bei dem ich mich eingeschränkt gefühlt habe, bei dem ich mich nicht mehr angenommen gefühlt habe, bei dem ich mich sogar abgelehnt gefühlt habe. Ich habe mich nicht mehr gemocht gefühlt. Ich dachte, der mag mich nicht mehr. Ich dachte das anhand all dieser Rückschlüsse, all dieser Geschichten, all dieser Annahmen, die ich gemacht habe, wiederum, weil ich in diese alte Realität eingetreten bin, in der ich eigentlich nicht mehr sein wollte und die ich so, so sehr vermeiden wollte durch mein Schielen, um zu sehen, wann diese Anzeichen kommen, um dann zuzumachen. Und das machen wir alle. Und deswegen erzähle ich euch das hier so haargenau, weil ich weiß, dass es wir alle machen. Meine ganzen Klientinnen, alle, es geht immer in diese Richtung. Und unsere einzige Möglichkeit, es zu verändern und nicht immer wieder zu multiplizieren und zu multiplizieren, ist zu erkennen, wie das Ganze funktioniert. Und dass ich das bin, dass meine Annahmen, dass mein Verhalten, dass meine Rückschlüsse alles kreieren und die Person dazu machen, die ich haben kann, gerade in meinem Leben mit diesem Selbstkonzept, das ich habe. Und wenn ich in dieses alte Selbstkonzept, in diese ungeliebte, nicht gewollte Tochter zurückfalle, dann wird es mir im Außen gespiegelt und Nummer eins, die mir nahestehende Person. Und es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich weiß, ich kann es verändern. Und es ist sogar ein Segen, es ist ein Geschenk, dass es nochmal passiert ist, weil ich es so klar noch nie sehen konnte, dass ich das gemacht habe. Ich, der ganze Prozess, wo ich mehr und mehr angefangen habe, Dinge in ihm zu sehen, in ihn hinein zu projizieren, die mich an Dinge erinnert haben, die ich nicht haben möchte. Und was ist dann zum Schluss rausgekommen? Das interessiert euch sicher auch. Ich war so überzeugt, dass ich ihn nicht mehr haben will. Ich habe Ausstiegsszenarien gesponnen in meinem Kopf. Er hat mir alles gesagt, was ich mir gedacht habe. Jedes einzelne, jeder einzelne Gedanke. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben erlebt, dass ich so eins zu eins gespiegelt worden bin. Jeder Gedanke, es ging wirklich so von ich mag dich nicht, ich lehne dich ab zu ich mag dich, ich will mit dir zusammen sein, wir haben Pläne. Es ging so hin und her, teilweise innerhalb eines Tages paar Mal. So kraftvoll sind wir, so powerful sind wir und natürlich habe ich das ausprobiert. Und natürlich hat mir genau das nochmal diese Lehre gegeben, mich noch besser als Coach gemacht und noch klarer zu sehen, was da in uns Menschen läuft, in unserem Human Design, das hinterher outgepusht und reflektiert wird. Und ich kann euch versprechen, es ist jeder Gedanke. Es ist jeder Gedanke, weil jeder Gedanke kommt nicht alleine. Jeder Gedanke kommt mit einer Vorstellung und entweder ist die Vorstellung so, dass ich das haben will oder die Vorstellung ist eben so, dass ich sie nicht haben will. Und wenn ich sie nicht haben will, diese Vorstellung, dann lehne ich diese Person ab und diese Person muss mir Ablehnung reflektieren, muss mir Widerstand reflektieren, muss mir Disharmonie reflektieren.
Ich kann nicht einen Menschen ablehnen und nicht haben wollen oder Teile von einem Menschen nicht haben wollen, ohne dass sie mir reflektiert werden. Und das müsst ihr wissen, wenn ihr spezielle Personen manifestiert. Entweder seid ihr all in mit dieser Person oder all out. Energie ist nur ja oder nein. Energie ist nur ja, ich möchte das haben oder nein, ich möchte das nicht haben. Ich bin mit dieser Realität, mit dieser Energie eins oder ich spalte mich ab. Und wenn ich mich abspalte, wenn ich mich trennen will, weil es mir nicht gefällt, dann herrscht diese Trennung. Und ich kann nichts verändern an Energie. Ich kann dieses energetische Spiel nur spielen. Und ich kann, wenn ich in einer Beziehung bin, muss ich all in gehen. Und ich kann nicht anfangen, Fehler oder Eigenschaften oder Situationen oder Ausdrücke gegen mich interpretieren, gegen unsere Verbindung, gegen unsere Liebe. Sobald ich das mache, wird es mir im Außen reflektiert durch diese Person. Und es scheint mir so, als hätte sich die Person verändert. Aber diese Person hat sich nur verändert, weil sich meine Ansicht auf diese Person verändert hat. Weil diese Person ist eigentlich eine leere Silhouette. Und wenn ich in meinem Divine Design, in meinem höchsten selbstliebenden, selbstakzeptierenden, selbstunterstützenden Selbstkonzept auf jemanden treffe, dann wird mir das reflektiert. Und diese leere Person füllt sich mit mir, mit dem, was ich gerade bin. Und dann habe ich ein riesengeiles Verhältnis mit mir, mit dieser Person, solange ich mit mir in Einheit und Harmonie bin. Wenn ich aber aus welchem Grund auch immer, aus Grund einer Bemerkung, aus Grund einer Situation, aus Grund einer Erinnerung, aus Grund sogar eines Hirngespinstes und einer Illusion, aus meinem Divine Design Selbstkonzept rausfliege, füllt sich die andere Person mit mir, genauso mit mir. Und verändert sich. Und wenn ich sage, ich fühle mich nicht geliebt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht frei oder ich bin nicht unterstützt oder was weiß ich nicht was, dann bin ich wieder in diesem Selbstkonzept dieses nicht geliebten Wesens, dieses vielleicht zum Teil Opfers, dieses ausgeliefert. Und dann füllt sich diese andere Person mit diesem Selbstkonzept, das ich outpushe und zeigt mir wieder, was ich denke. Weil ich kann nicht etwas anderes outpushen, als was meine eigene Überzeugung ist. Und wenn meine Überzeugung ist, ich werde nicht geliebt, dann werde ich nicht geliebt. Dann ist es diese andere Person, die einen darstellt, der mich nicht liebt, damit ich das merke, damit ich mein Selbstkonzept wieder erkenne. Und der verhält sich lieblos, der verhält sich respektlos, der verhält sich genauso, dass ich merke, ich glaube, ich werde nicht geliebt. Und das Einzige ist, ich muss Selbstkonzept, Selbstkonzept. Ich bin unter allen Umständen geliebt und gewollt. Egal, was sich im Außen zeigt, egal, was gesagt wird. Ich bin immer geliebt, ich bin immer gewollt, ich bin die absolute Traumfrau. Ich bin die Frau, mit der jeder Mann zusammen sein will. Ich bin die Frau, mit der man sein Leben verbringen will. Ich bin die Frau, die erste Priorität ist. Ich möchte am liebsten, man möchte am liebsten immer mit mir zusammen sein, weil das Leben mit mir so großartig ist. Aber das muss ich halt so fest wissen, selbst wenn mir, wenn ich was verändern will, wenn mir das Gegenüber mal etwas anderes zeigt, weil ich rausgeflogen bin, weil ich in Zweifel gekommen bin, weil ich in Ängste gekommen bin, weil ich vielleicht sogar in Selbstschutz gekommen bin, weil mir die Sache unheimlich wurde, wie ich vorher in meiner Geschichte erzählt habe, so wie es bei mir war.
muss ich sagen, es ist in aller bester Ordnung. Ich brauche keine Angst haben, keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel. Es geht alles von mir aus. Ich habe die Sache immer unter Kontrolle. Ich bin immer beschützt und geliebt. Ich muss keine Angst haben, irgendetwas zu verlieren. Ich kann nichts verlieren, weil alles ist ich, alles ist me pushed out. Die ganze Welt lebt in mir. Und diese Überzeugung, die brauche ich so fest und so tief. Und dann kann ich solche Situationen A, früh erkennen und B, managen. Und obwohl ich sie früh erkannt habe und früh gesehen habe, warum bin ich dann trotzdem reingeschlittert? Das fragt ihr euch. Weil für mich diese Geschichte so wichtig war zu erkennen, wie diese Reflexion unserer Mutter, unserer Vorfahren stattfindet. Und dadurch kam ich in einen absoluten friedlichen Zustand, automatisch mit meiner Vergangenheit, mit schlechten Ansichten über mich, die ich immer wieder erleben musste, mit Kritik an mir, mit Ablehnung mir gegenüber. Dadurch, dass ich diese tiefe, tiefe Ursache meines Reflexionsverhaltens, unseres menschlichen Reflexionsverhaltens so gut verstehen konnte, war das für mich ein Geschenk. Und was auch wirklich wichtig ist, hier noch zu sagen, als ich diese Manifestation gemacht habe, habe ich gesagt, ich wünsche mir einen Wachstumspartner. Ich wünsche mir einen Partner, in dem ich mich so sehe und reflektieren kann. Das war meine Ursprungsintention. Und genau das habe ich bekommen. Genau das habe ich bekommen. Das ging so tief nochmal in meine tiefsten, tiefsten Verwundungen, Ängste, die so tief geschlummert haben, dass ich sie hochholen konnte. Und durch dieses Hochholen wurden sie klar, haben ihren Schrecken verloren. Und ich weiß ganz genau, ja, ich kann jede Person verkörpern und reflektiert bekommen, die ich möchte. Jede Person. Ich habe angefangen, als kleines Mädchen meine Mutter zu reflektieren, weil das war meine Aufgabe. Und jetzt habe ich die freie Wahl. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich kann reflektieren, wen ich will. Ich kann die erfolgreichste Schauspielerin reflektieren, wen ich will. Ich kann die reichste Frau auf Gottes Erdboden reflektieren. Ich kann die größte Heilerin der Welt reflektieren. Ich kann reflektieren, wen ich will. Und diese unglaubliche Freiheit durch diese Erfahrung, dieser Geschichte und dieser Intention, mir einen Wachstumspartner im Bewusstsein zu manifestieren, hat sich hundertprozentig erfüllt. Und für mich ist es wiederum sonnenklar geworden, dass es niemals darum geht, jemanden an seiner Seite zu haben, damit man erfüllt ist, sondern ich bin die Erfüllung. Und für meinen Partner bin ich eben auch die Erfüllung. Und nur dann sind wir zusammen in einer erfüllten Partnerschaft, wenn ich meine Erfüllung bin. Und meine Erfüllung bin ich, wenn ich erfüllt über mich denke. Niemals im Mangel, wenn ich erfüllt denke, wenn ich denke, ich bin so erfüllt mit mir, mit meinem Wesen, mit meinem Lebensweg, mit meiner Lebensaufgabe, mit all meinen Beziehungen, mit meinen Hobbys, mit meinem Körper, mit meinem Aussehen. Ich fühle diese Erfüllung wahrhaftig. Und ich bin in dieser Überzeugung auf diesem Planeten, auf dieser Erde hier unterwegs. Dann muss von Gesetzes wegen her, aus Prinzip, weil es gibt nur dieses eine Prinzip, alles bin ich, ich bin alles, muss jeder Mensch, der in mein Leben eintritt, erfüllt werden. Und das ist das Fantastische. Und deswegen passiert auch immer so viel in Coachings, in Mentorings. Weil wenn ich dieses Standing habe, dann ist es unmöglich, dass nicht Erfüllung in meinen Coachings passiert, in meinem Leben passiert, dass mein Sohn sein erfülltes Leben lebt. Das muss so sein, das ist Gesetz.
Aber wenn ich diesen Zustand der Erfüllung, der Erfülltheit verlasse, wie ich es gemacht habe, weil Angst, weil Human Design eingetreten ist, weil ich nochmal daran erinnert werden musste, dass ich die Wahl habe zwischen Human Design und Divine Design, dann geht alles den Bach runter. Aber ich muss nicht traurig sein, sondern ich habe es gemacht und ich mache alles. Und jetzt mache ich das Nächste und ich mache das Nächste und ich mache das Nächste. Und da darf ich auch aussteigen aus der Vorstellung, ich muss etwas unbedingt haben. Ich kann alles haben. Ich kann auch diese spezielle Person wieder haben. Ich kann aber auch eine andere spezielle Person wieder haben. Aber es ist doch völlig egal, wenn ich erfüllt bin. Und das möchte ich dir jetzt hier zum Abschluss noch mitgeben, wenn du hier bist, weil du noch trauerst oder weil du unbedingt eine spezielle Person wieder zurück in deinem Leben haben willst. Sei ehrlich mit dir selber und frage dich, warum hängt meine Erfüllung an dieser Person? Und mache dir klar, dass keine Erfüllung durch äußere Umstände stattfindet, sondern äußere Umstände finden statt, weil du in Erfüllung lebst. Weil du diese Energie, weil du diesen energetischen Zustand der kompletten Erfülltheit ins Leben trägst, in deine Reflexion hinein manifestierst, in deinen Hund, in deinen Mann, in dein Kind, in deinen Baum, in dein Auto, in dein Haus. Und genauso funktioniert's. Und deswegen ist die Arbeit so an dir und die Arbeit, dieses Verlangen, dieses, ich muss diese Person unbedingt wieder zurückhaben, die darfst du ablegen, weil du in den erfüllten Wunsch kommst und dann da bist, wo jede Person erfüllt mit dir ist. Und wenn das für dich deine Wahrheit ist, dann wird die spezielle Person auch mit dir erfüllt sein. Aber dann ist dieses Denken aus deinem erfüllten Zustand. Und wie ist es? Er ist erfüllt mit mir, er ist mit mir angefüllt, er fühlt mich, er denkt die ganze Zeit an mich. Das ist das Schönste, was ihm passieren kann. Und das ist egal, wer der ihm ist. Lass es dein Chef sein, lass es deine Freundin sein, lass es deine Kollegen sein. Aber geh davon aus, dass deine Präsenz die Erfüllung ist. Und dann wird es so sein. Wir sind so powerful. Wir sind so powerful in unserem Mangel und in unseren Ängsten. Genauso viel Kraft haben wir in unserem Divine Design, in unserer Erfüllung, in unserer Liebe. Aber da reinzukommen bedeutet, und das ist das Letzte, womit ich hier schließe, es gibt keine Bedingung. Es gibt keine Zusammenhänge, es gibt keine Zeit, es gibt kein Aussehen, es gibt keine Form, es gibt keine logischen Zusammenhänge, es gibt nur eins: deine Entscheidung, wer du bist. Und fange an, dir zu sagen, ich bin göttliches Design, ich bin Divine Design, ich bin Perfektion. Und ich weiß, viele Leute triggert das Wort. Deswegen, ich bin exzellent. Exzellenz. Ich bin fehlerfrei. Nur all die Fehler, all die Einschränkungen, all die Bedingungen, die sind in meinem Verstand, die sind in meinem Human Design Denken. Aber das bin nicht ich. Und ich muss es auch nicht sein.